Auch im November kann man sich durch den Garten schnippeln. Ich werde den Holunder schneiden und ich ernte den Palmkohl. Mein Name ist Horst, ich bin Gärtner und mein Schrebergarten ist mitten in Berlin-Charlottenburg. Ja. Wenn die Vögel die letzten Bärchen hier von meinem Holunder abgefressen haben, dann schneide ich ihn zurück. Meistens ist es so, ja, im November, Ende November der Fall. Man muss wissen, dass der Holunder die neuen Früchte und die neuen Beeren an den Trieben macht, die er in diesem Jahr gebildet hat. Das heißt, ich will viele von diesen langen, frischen Trieben erhalten und die alten, die abgetragenen, die schneide ich raus. Man sieht es, hier waren Beeren dran, hier auch. Das ist so ein richtig alter Ast, an dem kommt nicht mehr viel im nächsten Jahr. Der kann raus, Stück für Stück, damit Luft und Licht in den Strauch kommt und er viele von diesen langen Trieben bildet. Also, ruhig bis hierher. Also hier habe ich so einen langen, an dem dann ganz viele neue Früchte und Beeren im nächsten Jahr kommen. Und die alten hier, die schneide ich richtig bis an den Ansatz, so Schere, bis an den Ansatz hier hinten weg. Zack. So. Das Holz vom Holunder kann man übrigens richtig gut für Insektenhotels verwenden. Mal schauen, ob man das gut sieht. Hier, der hat nämlich so ein weiches Mark und das knabbern die Insekten dann raus. Und dann haben sie so eine richtig schöne, ja, so eine hohle Bruthöhle. Und dafür ist der Holunder einfach richtig gut geeignet. Tipp Nummer 2, Palmkohl richtig ernten. Das hier ist der Palmkohl oder auch toskanischer Kohl genannt. Und das ist ein Blattkohl, der bei uns hier in unseren sandigen Böden richtig gut wächst. Kohl ist ja ein Starkzehrer, das heißt, er braucht auch ordentlich Dünger. Und das Tolle an diesem Palmkohl ist, der hat den Vorteil, dass der gegenüber dem Grünkohl, dass er nicht erst Frost drüber muss, sondern dass der eigentlich immer geerntet werden kann. Ja, also das ganze Jahr über kann man von dem Blätter ernten und am besten so, dass man die unteren, ich sag jetzt mal je nach Größe der Pflanze, die unteren 5 Blätter entfernt, also einfach abbrechen und dann können hier so aus der Mitte immer wieder neue Blätter nachwachsen. Und was steht bei euch im Garten gerade noch so an? Seid ihr schon mit allem durch oder seid ihr noch feste am Schnippeln und Buddeln? Würde mich interessieren, was ihr so gerade macht im Garten. Schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr Videos von mir zu sehen, dann schaut doch einfach mal in die Horst sein Schrebergarten Playlist. Und bei mir geht's jetzt weiter.